Mehr als schätzungsweise 860.000 Menschen sind in Deutschland ohne Wohnung. Über 50.000 von ihnen leben ständig auf der Straße, Tendenz steigend. Ursachen für Wohnungslosigkeit gibt es viele. Dragan Nicolae Ion stammt aus Rumänien und ist eigentlich für einen Job nach London gezogen. Einen Monat hat er dort gearbeitet. Eines Tages dann der Schock. Sein Ausweis wird ihm gestohlen. Um einen neuen zu beantragen, muss er mit dem Bus zurück nach Rumänien. Sein letztes Geld gibt er für die Fahrt aus, kommt dort aber nie an. Weil er beim Umsteigen seinen Anschlussbus verpasst, strandet er am Bahnhof. How I sleep? Because no money, no nothing. And we find the teddy bear, my friend John, put down, we sleep. Als wohnungslos gilt in Deutschland jemand, der keinen mietvertraglich gesicherten Wohnraum hat. Katrin Kleschen ist Referentin für Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie Schleswig-Holstein. Die Situation in unseren Einrichtungen ist derzeit, dass die Zahlen immer kontinuierlich steigen. Es kommen Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, aber die auch bereits Wohnungslosigkeit erfahren. Dunkelziffer ist halt in Schleswig-Holstein definitiv höher, ist aber für die Diakonie auch nicht einsehbar, da nicht alle immer bei uns in den Einrichtungen die Hilfe suchen. Durch den Verkauf kleiner Gegenstände, die ihm Passanten und Anlieger schenken, will Dragan Nicolae Ion genug Geld zusammenbekommen, um nach Berlin oder Rumänien reisen zu können und dort einen neuen Ausweis zu beantragen. Must go Berlin, must buy bus, must because many people wait there. Maybe you one day today must see there. Die Hoffnung ganz aufgegeben hat er noch nicht. Seit 2 Monaten lebt er nun auf der Straße. Wenn er seinen Ausweis wieder hat, will er sich eine Arbeit suchen und dann eine Wohnung finden.